wurde als Repräsentant des Sonnengottes verehrt. Nach einem Putsch im Jahr 218 wurde die Macht im römischen Staat an einen Priester dieses Sonnenkults übergeben, den 14-jährigen Elagabal. Elagabal beschloss, diesen Sonnenkult in Rom einzuführen. Er brachte den Stein mit und führte den neuen Sonnengott als oberste Gottheit Roms ein. Sol Invictus sollte der neue und einzige Sonnengott Roms werden. Aber die Römer waren nicht bereit, ihre alten Götter aufzugeben. Auch nicht, wenn der Neue vom Himmel gefallen war. Keine 4 Jahre später wurde der junge Regent gestürzt und ermordet und sein heiliger Stein zurück nach Syrien gebracht.